von Thomas Muster gegen den Amerikaner André Agassi beginnt erst am späten Abend. Entscheidende Phase in der Basketballmeisterschaft. Wie im Vorjahr heißt die Begegnung in der Finalserie Klosterneuburg gegen Wels. Titelverteidiger Klosterneuburg hat das erste Endspiel klar gewonnen und könnte sich heute mit einem Sieg in Wels wieder den Titel holen. UBC Wels in den blauen Dressen ist von Beginn an ständig im Angriff. Klosterneuburg hat der Offensive der Welser zunächst wenig entgegenzusetzen. Nach 7 Minuten müssen die Niederösterreicher einem 6-Punkte-Rückstand nachlaufen. Der Meister hat Pech im Abschluss. So wie hier Lukas Haider. Der Gegenangriff wird von Thomas Angerbauer eingeleitet und von Hannes Pestal erfolgreich abgeschlossen. In der Folge legt sich aber die Hektik beim Titelverteidiger und vor allem Legionär Charles Payton findet zu gewohnter Form. Die Gäste kommen wieder heran. Immer noch spielt der 40-jährige Bill Chetman mit der Nummer 11 eine tragende Rolle bei UBC Wels. Und der Legionär Keith Scales bringt seine Mannschaft wieder 4 Punkte in Führung. In dieser Phase verabsäumen die Oberösterreicher einen sicheren Vorsprung herauszuwerfen. Niemand möchte die Verantwortung für einen Wurf übernehmen. Und Klosterneuburg schlägt aus dieser Schwäche der Welser sofort Kapital. Kurz vor Seitenwechsel bringt Wolfgang Fritz seine Mannschaft in Führung. Hier der Pausenstand 34 zu 33 für Klosterneuburg. Diese Szene bezeichnet den Spielverlauf nach Seitenwechsel sehr gut. Pech für Wels. Wesentlich konzentrierter kommen die Angriffe von Klosterneuburg. Hier wird Seifert optimal freigespielt und er punktet sicher. Lukas Haider ist hauptverantwortlich dafür, dass Klosterneuburg schließlich klar gewinnt. Die Niederösterreicher schlagen UBC Wels 89 zu 71, müssen sich aber vor allem um international realisieren können, für die nächste Saison entscheidend verstärken. Ein Schlüsselspieler wird Hannes Haid sein und ein zweiter Schlüssel wird sein, dass wir einen potenten Hauptsponsor finden, sodass wir uns einen zweiten Amerikaner leisten können. Und dann bin ich eigentlich recht optimistisch. Im zweiten Spiel um den dritten Platz gewann Innsbruck gegen Union Sevran 89 zu 87.